Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Randall's Monday. Das letzte Mal sind wir bei Tag 2 hängen geblieben und gehen dieses Mal in Claytons Cave zurück. Mit der schönen Bedienung. Schütze mit Maisresten. Reden wir mal mit Elaine. Hey, wie läuft das Geschäft, Elaine? Ach, ganz okay. Nicht viel zu tun gerade. Ja, würde sogar sagen, gar nichts. Naja, wenn du vielleicht nicht den nikotinabhängigen Affen gestern hier losgelassen hättest, hätte ich vielleicht ein paar Gäste. Der hat die ganze Nacht damit verbracht, mit seinen Fäkalien zu werfen. Und eine Menge meiner Stammkunden haben geschworen, dass sie nie wiederkommen. Ein nikotinabhängiger Affe? Naja, wie auch immer. Wenn die Leute wegen so einer Kleinigkeit nicht mehr herkommen, heißt das nur, dass sie nie wirklich loyale Kunden wie ich waren. Denk immer daran. Ja, okay. Was bringt ihr das? Hey, das irgendwas stimmt. Ist anders stimmt. An dir. Hast du mehr Zähne als sonst? Oh, das ist dir aufgefallen? Ja, tatsächlich. Ich fühle mich heute richtig wohl. Ich meine, ich weiß nicht warum, aber ich fühle mich hübsch. Als ob die ganze Welt mir gehören würde. Naja, wir wollen's mal nicht übertreiben. Oh. Boah. Ich weiß gar nicht, was ich hier wollte. Bis dann, Elaine. Oh, das arme Mädchen. Ich hoffe, die wird noch hübscher. Halt mal was. Warte mal. Pater Roy. Kann ich ein paar Kös klauen? Nicht der richtige Zeitpunkt. Eingangstür, okay. Aceton. Kann ich hier das zocken? Da komme ich nicht ran. Außerdem steht Elaine direkt daneben. Warte mal, ist das Power-Up hier nicht aus Saints Row? Ich glaube, das war ein Saints Row Power-Up, oder? One-Up. Da muss man Münzen reinschmeißen. Eine Menge Geld gibt es auch. Das ist keine gute Idee. Na gut. Rapture! Ich nehme die Scheißposter nicht mit. Die lasse ich lieber offen. Und ein Limbo-Poster. Somewhere. Beyond the sea, somewhere waiting for me. Ich nehme die blöden Poster nicht mit. Mir ist gerade nicht danach. Komm, kann ich nicht einen Scheiß. Mir ist gerade nicht danach. Mann. Geht nicht auf. Ah, mach sich ja super auf. Geht nicht auf. Gut, dann. Warte mal. Warte mal, warte mal. Was stand da auf der Tür? Cake is like the cake. Mich hat man auch eingelegt. Ich hab auch geglaubt, dass der Kuchen keine Lüge ist. Die lasse ich lieber offen. Mich hat man auch eingelegt. Okay. Für beide derselbe Text. Schade. Kann ich nochmal mit dir reden? Hey, was geht, Padre? Mann, kann's kaum glauben, dass sie noch am Leben sind. Wie sind sie entkommen, nachdem sie den Russen bei diesem Billardturnier in die Falle gegangen sind? Na los, Pater, Sie müssen sich wirklich nicht für Ihre außergewöhnlichen Leistungen schämen. Wissen Sie noch, wie Sie diesen 8-Ball-Typen fertig gemacht haben? Sie hatten Handschellen an und haben trotzdem gewonnen. Sie haben mit dem Angeber den Boden aufgewischt. Wir haben schon einiges zusammen durchgemacht, oder? Hey, wissen Sie noch das Spiel gegen Lincolns Geist? Oder das eine Mal, als wir nach Japan geflogen sind und diese Yakuzas an ihrem eigenen Tisch geschlagen haben? Wollen Sie gar nichts sagen? Wirklich gar nichts? Ha? Pooltische sind auch nicht mehr, was sie mal waren, ha? Die Tuchqualität ist einfach miserabel. Oh, das Holz. Davon will ich erst gar nicht reden. Was soll das sein? Billiges Ahorn? Jämmerlich. Sie müssen nichts sagen, wenn Sie nicht wollen. Genau. Wir verstehen uns. Wir sind auf einer Wellenlänge. Eines Tages finde ich Ihre Augenfarbe heraus, Pater. Blau? Sie sind blau, oder? Wenn Sie blau sind, zwinkern Sie. Moment, nein, nein. Das macht keinen Sinn. Okay, Sie wollen nicht über Ihre Augen reden. Schon verstanden. Aber ich weiß, dass sie blau sind.
Hat Ihr Stillschweigen irgendeine logische Grundlage oder ignorieren Sie mich einfach? Moment, ich weiß, was hier vorgeht. Jetzt erinnere ich mich. San Francisco bei den Staatsmeisterschaften. 8-Balls Stiefsohn war da und wollte Rache nehmen. Sie haben ihn mit nur 3 Stößen geschlagen und einen Mob statt eines Kös benutzt. Das war so cool. Egal, worauf ich hinaus wollte, ist, dass Sie den Sieg mit einem daiquirisierten Royal Mai Tai Iced Tea gefeiert haben und soweit ich mich erinnere, hat es Ihnen die Sprache verschlagen. Das ist es, oder? Und das hält bis heute an? Verstehe. Hätten Sie gern noch einen? Sie wissen schon, einen daiquirisierten Royal Mai Tai Iced Tea. Das ist ein Ja, oder? Sie, alter Fuchs, Sie. Okay, ich besorge Ihnen einen, so schnell ich kann. Okay. Ja, laufen Sie nicht weg. Dann werden wir doch mal Elaine fragen. Kann ich einen daiquirisierten Royal Mai Tai Iced Tea haben? Randall, haben wir uns nicht darauf geeinigt, dass ich dir und Matt keinen Alkohol mehr unter der Woche verkaufe? Echt? Darauf haben wir uns geeinigt? Du nicht, aber das ist mir egal. Ich hab dir gesagt, ich habe keine Lust mehr, eure Sauerei sauber zu machen. Und ich glaube, der einzige Weg ist, euch den Hahn dicht zu machen. Zumindest unter der Woche. Ach, wie kannst du nur so selbstsüchtig sein, Elaine? Nicht für mich, der ist für Pater Roy. Der alte Kauz hat vom vielen Reden einen ganz trockenen Hals bekommen. Sehr witzig, Randall. Ja, das höre ich öfter. Von meinem Boss, meinem Vermieter, den Cops. Jeder liebt mich. Okay, orange, grün, blau. Hier ist dein Cocktail. Und sag Pater Roy, er soll nicht so viel sabbeln. Ja, lustig, oder? Ich bin mir nicht sicher, ob das das richtige Gemisch ist. Okay, Pater. Hier ist ein echter daiquirisierter Royal Mai Tai Iced Tea. Passen Sie auf, dass er nicht im Schnauzbad hängen bleibt. Hey, was soll das? Ihnen kaufe ich keine Drinks mehr. Hey, Moment. Ich weiß, wo das Problem liegt, Sie, alter Schuft. War nicht stark genug, hä? Huh? Hättest wissen müssen, Pater Roy mag nur den starken Stoff. Okay, ich schau, was ich tun kann, aber ich verspreche nichts. Okay, kann ich den Cocktail wieder mitnehmen? Wer gehört jetzt dem guten Pater? Den nehme ich ihm nicht weg. Gut, dann reden wir nochmal mit Elaine. Vielleicht kann sie uns doch nochmal was Besseres anbieten. Hast du keine alkoholfreien Drinks? Oh, na klar. Ich habe gerade erst eine Lieferung feinsten alkoholfreien Fruchtlikör reinbekommen. Fruchtlikör? Willst du mal probieren? Die sind echt lecker. Der nüchterne Randall stimmt widerwillig zu. Und schätzt dich glücklich. Wenn der betrunkene, böse Randall hier wäre, hätte er dir das Zeug ins Gesicht gespuckt. Oh, Randall. Du bist schon eine Nummer. Willst du probieren oder nicht? Okay, lass mal sehen, wie so ein nicht-alkoholisches Getränk schmeckt. Alkoholfreie Liköre. Wie wär's mit Limone? Grün. Ist irgendwie wie Limonensaft trinken. Kann ich nicht mehr. Okay. Mangolikör. Bin neugierig. Auch grün. Dachte, der wäre süßer. Dann Litchi-Likör, hä? Okay, her damit. Lecker und exotisch. Ein bisschen wie June. Elaine, gib mal was von dem Kokosnusslikör. Das hier und da gibt's keinen Zweifel. Ist das Widerlichste, was ich je probiert habe. Boah. Passionsfruchtlikör? Sowas gibt's? Orange, okay. Scheint so. Und schmeckt scheiße. Passionsfrucht? Ich glaube, das mag ich. Ich kann nicht glauben, dass ich das sage. Ich probier mal den Zimtapfel.
Gar nicht übel. Der Name ist nur ein bisschen irreführend. Ich hoffe, ich muss mir den Scheiß nicht merken. Versuchen wir mal Papaya. Fühlt sich komisch an, was zu trinken, das einem nicht den Hals wegätzt. Guave. Ich weiß nicht mal, was das sein soll. Eine Frucht. Und wonach das genau schmeckt, kann ich auch nicht sagen. Ist wahrscheinlich nach Guave. Mit so einem Namen muss es ja echt gut sein. Ist es aber nicht. Ich hasse Kiwis. Was soll's. Okay, Kiwi-Likör hasse ich jetzt auch. Elaine, Guarana-Likör. Hopp, hopp. Boah, ganz tolle Wahl, Randall. Und als letztes Macadam. Macadamia-Likör. Warum nicht? Naja, ich finde, alle sind irgendwie lecker. Ach ja, das macht dann $380. Was? Was? Willst du mich verarschen? Oh, na toll. Jetzt muss ich mich neu schminken. Du benutzt Make-up? Warum sagst du sowas? Warum verlangst du plötzlich 400 Piepen von mir? Ich hab nie gesagt, dass die Drinks umsonst wären. Ich hab nur gefragt, ob du sie mal probieren willst. Echt? Randall, du weißt, ich mag dich. Sehr sogar. Aber ich kann dich nicht einfach gehen lassen, ohne dass du zahlst. Die Flaschen waren sauteuer. Ich kann wegen dir nicht noch mehr Geld verlieren. Du hast Glück, dass ich mir irgendwie schäbig vorkomme, weil ich dir ins Gesicht gespuckt habe. Und du hast auch Glück, dass ich mehr Kohle habe als Richie Rich. Hier. Danke. Und jetzt entschuldige mich kurz. Ich muss mein Gesicht wieder hinkriegen. Du solltest vielleicht in ein paar Addings investieren. Du siehst gar nicht so schlecht aus, wenn es dir dein Gesicht nicht immer verderben würde. Randall! Manchmal bist du echt gemein. Nicht nur manchmal. Fast immer. Ach. Ein sympathischer Mensch. Da komme ich nicht ran. Außerdem steht Elaine direkt daneben. Ich muss irgendwie in dieses Kack-Schmink-Etui kommen. Ich habe jetzt keine Zeit, mich zu entschuldigen. Ich muss dringend aufs Klo. Meine Blase platzt gleich. Ach so, okay. Ja gut, dann geh mal hoch. Geräusch gerade ist sehr unangenehm. Ich hätte... Verdammt richtig, ich habe mir nicht die Hände gewaschen, und? Ah, es schminkt sich Elaine. Du weißt schon... Elaine, lass das. Du brauchst kein Make-up. Siehst du? Manchmal bist du echt nett. Ja... Das war's nicht, was ich sagen wollte. Weißt du, eigentlich... egal. Wieso ist dieser blöde Likör so teuer? Kennst mich doch. Bei mir gibt's nur das Beste. Warum machst du dann nicht mal was mit deinem Gesicht? Hör schon auf, Randall. Die Liköre sind vom Feinsten. Wie viele Bars kennst du, die Macadamia-Schnaps haben? Nur Paddy's. Aber ich glaube, die haben mich abgezogen. Ich seh's nicht gern, wenn du in andere Kneipen gehst. Ja, dann gib mir vernünftigen Stoff. War nur Spaß. Das hier ist die einzige Bar, wo ich Hundekämpfe im Hinterzimmer ausrichten kann. Was? Keine Sorge, das sind nur süße kleine Chihuahuas. Schluss jetzt, Randall. Ich weiß nicht mal, ob du es ernst meinst oder nicht. Und das macht mir etwas Angst. Chihuahuas sind nicht süß. Die können ruhig kämpfen und sich gegenseitig zerfleischen. Blöde Misthöhlen. Elaine, auf der Toilette sieht's aus wie auf Burano. Du weißt schon, überall Wasser und Farben. Ach komm schon. Ist Zielen wirklich so schwer? Du bist doch nüchtern. Hasse das Spiel, nicht den Spieler. Das habe ich nicht verstanden, glaube ich. Egal, siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Ich sagte dir doch schon, es macht keinen Sinn, Make-up zu tragen. Oh, Randall, du warst so nett und jetzt fängst du plötzlich wieder an, Witze zu machen. Also zunächst mal, das war kein Witz. Und zweitens, ich war nie nett zu dir.
Nicht ein einziges Mal. Das bildest du dir nur ein, genauso wie du dir einbildest, dass alle deine Makel mit Make-up zu überdecken sind. Okay, das reicht. Lass mich allein, Randall, bitte. Tut mir leid. Das war nur ein Scherz. Haha, ich wusste es doch. Du liebst mich, Randall Hicks. Und das weißt du auch. Ja. Wenn dich das glücklich macht und ich weiter Tiere mit in die Bar bringen darf, dann gewinnen wir alle. Na sicher. Moment, was? Tiere, Elaine. Tauben, Koalas, scheiße werfende Affen, das Übliche. Und natürlich Matt, das giftigste, tödlichste Tier der Welt. Randall, ach egal. Ob man jetzt beschäftigt ist oder nicht, der Kunde ist König. Nicht, wenn dieser Kunde mich immer nur Geld kostet. Meinst du mich? Ich bin nämlich ein echt sensibler Typ, weißt du? Ja, ja. Da ist ein großer Spiegel auf dem Männerklo, wenn ich mich richtig erinnere. Und? Naja, ich dachte nur, es wäre einfacher für dich, wenn du einen größeren Spiegel benutzt. Ich weiß nicht, ob ein kleiner das Richtige für dich ist. Randall, ich habe langsam keine Lust mehr auf deine Scherze. Okay, okay. Ich wollte nur sagen, dass es da drin alles andere als schön aussieht. Und das wird nicht besser, wenn man nur hinter der Bar rumlungert und sich schminkt. Ist ja gut. Ich mach die verdammte Toilette sauber. Aber dann musst du mir auch einen Gefallen tun. Einen Gefallen? Ich? Komm schon, Randall. Alles, was ich will, ist, dass du den Müll von gestern rausbringst. Immerhin ist das meiste davon eh von dir und deinem Nikotinaffen. Na gut. Aber nur, weil ich im Männerklo auf den Boden pinkeln durfte. Das habe ich dir nie erlaubt. Willst du wetten? Schau es dir an. Oh Gott. Hier ist der Müll. Bring ihn einfach nach draußen in die Gasse. Okay. Roger. Dann schnappen wir uns mal eben den Müll. Vielleicht lässt sie dann ihr Schminkzeug fallen. Na? Und zum anderen. Hey! Heilige Scheiße, du blöder Penner! Ich hab mich fast nass gemacht! Du solltest besser auf der Hut sein, Junge! Antizipiere die Antizipation! Jeez, das zählt nicht mal als billige Sci-Fi-Weisheit. Komm schon, die Antizipation antizipieren? Wo hast du denn den Scheiß her? Aus dem Ninja-Comic? Wenn Intrigen und Furcht mit dem Einfallsreichtum eines Menschen zusammentreffen, kann das Ergebnis sowohl unumkehrbar als auch erschreckend sein. Okay, schon besser. Hat der die Stimme von Heimerdinger? Neue Gasse, was? Gefällt mir. Schön weit weg von meiner Wohnung. Ich bin nicht umgezogen. Ich musste mich nur um eine Kleinigkeit kümmern. Ah, ja. Um eine Kleinigkeit. Nee, der hat die Stimme von dem Professor Händler aus Aram. Genau. Ich weiß nicht, ob ich das genauer wissen will, aber was hast du da hinten gemacht? Ich weiß alles. Und glaub mir, das willst du nicht wissen. Ja, ich glaube dir. Und ich sehe, du trägst keine Hose, also... Vergiss es. Gibt es einen Grund, warum du hier so auftauchst? Muss ich mir Sorgen machen? Solltest du. Du solltest dir schon Sorgen gemacht haben, als du das erste Mal Hand an diesen Ring gelegt hast. Gott, geht das wieder los. Genug von dem Ring, okay? Ich versuche ja schon, das wieder gerade zu biegen. Das wird nicht funktionieren. Ich sagte dir doch, dieser Ring möchte nicht gefunden werden. Er hat seinen eigenen Willen. Ah, glaub mir, ich reiß mir den Arsch auf, um ihn wiederzubekommen. Sag jetzt nicht, dass das alles umsonst war. Okay, werde ich nicht. Aber so ist es nun mal. Na super, danke. Ich bin gerade irgendwie in Eile, also mach's gut. Okay, bis dann. Der Penner ist unheimlich. Ah, scheiße, Schminkzeug ist weg. Ist, hat es da oben liegen lassen? Ja! Wozu auch immer wir das jetzt brauchen. Sehe ich jetzt schon irgendwo, wie man das verwenden kann? Nee, absolut nicht. Gut, dann... Ja, beende ich die Folge an der Stelle. Dann bedanke ich mich an der Stelle bei euch für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, ihr hattet Spaß und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.